Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich verlasse hier gerade Hammerfall, bin im Aradi-Hochland und ich hatte es in der letzten Episode ja bereits angekündigt, wenn ich im Auktionshaus das Elixier der Unterwasseratmung finde, dann geht es hier in diesem Gebiet weiter. Ich habe welches gefunden, kam 70 Silber, dummerweise war das ein 10er-Stack und kein einzelnes. Deswegen habe ich da unendlich viel Gold rausgepumpt, aber nützt jetzt nichts. Kann ich für gleiches Geld wieder verkaufen. Und wir gehen hier ganz in den Süden. Denn da haben wir noch drei Quests, die da auf uns warten. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wie ich am besten da hinkomme. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kann man hier um Burg Stromgarde ringsrum. Ich weiß gar nicht, hier? Ich glaube hier hinten sogar lang. Genau, und dann kann man hinter der Burg entlang laufen und dann gibt es hier so einen Pfad. Die zweite Möglichkeit wäre, hier nach Süden zu gehen, wo es ins Sumpfland geht und einfach von der Brücke runter zu springen und dann den ganzen Weg zu schwimmen. Ich glaube, ich werde mich für das Schwimmen entscheiden, weil das doch ein bisschen kürzer ist. Wo bin ich denn hier gerade? Ah, hier entlang muss ich, ja. Immer geradeaus. Genau. Ja, ich reite mal zu besagter Brücke und dann springen wir einfach da runter. Hier muss man auch ein bisschen Angst haben, dass über einen zusammenbricht. Aber nichts geschehen, weiter geht es. So, da sind wir an besagter Brücke. Der linke Weg, den kennen wir ja schon, als wir damals in das Ödland geritten sind. Der linke Teil führt direkt in das Sumpfland und hier springen wir einfach mal runter. Bin ich auch richtig? Ja, hier bin ich richtig. Und dann geht es hier richtig lang geradeaus. Hier gibt es auch überhaupt nichts, keine Mobs, kein nichts. Vielleicht irgendwo etwas Gras unter Wasser, was man als Pflanzenpflücker einsammeln könnte, aber selbst das sehe ich nicht. Na gut, wir schwimmen mal weiter. Die Falgebucht habe ich entdeckt. Ja, da sind wir gleich da. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich so lange gewartet habe, bis ich die Quest hier angefangen habe. Weil es einfach furchtbar unangenehm ist, hier hinzukommen. Aber gleich geschafft. Ich kann ja auch wieder auf meinen Goggel steigen. So, und hier gibt es die erste Quest, die da heißt Land Ho. Sprecht mit Captain O'Brien in der Faldierbucht. Mach ich. Ich hänge hier an diesem... ja. Dieses Stückchen Stock mit Fackel obendrauf hat mich eben aufgehalten. Seid gegrüßt. So, helft meine Crew, ihr werdet reich belohnt. Das klingt gut. Jener hier. Was liegt an? Der erste Mal Nils Lix will, dass ihr die Karten und Logbücher von der tollen Minna und der Silbergeist zurückholt. Bleib gut drauf. Mach ich. Ich geh mal noch hier hoch. Oben gibt es noch mehr. Hallo. Ertrunkene Trauer. Kapitän Gutstahl in der Falgebucht. Hörst du auf mit Weinen? In der Falgierbucht will, dass ihr 10 Räuber der Säbelflossen und 3 Zauberhexerinnen der Säbelflossen tötet. Was mache ich? Hier war da noch irgendwas. Ja, hier. Professor Brasseltrop begleitet ihn zur Höhle und zurück. So. Begleiten wir mal. Was denn, traut er sich nicht hier hoch? Hier ist da gar nichts. Passiert hier etwas? Nun gut, Bierkasten, folgt mir zu der Höhle. Dort werde ich versuchen, die Macht des Runensteins in diese Brille zu bannen. Ich habe diese Höhle an unserem
ersten Tag hier entdeckt. Ich glaube, dass wir die Energien in dem Stein zu unserem Vorteil nutzen können. Ich werde jetzt anfangen, Energie aus dem Stein zu zieren. Eure Aufgabe, Bierkasten, ist es, mich zu verteidigen. Dieser Ort ist verflucht, glaubt mir. Ist er das? Okay. Tja, jetzt weiß ich nicht, ob hier irgendwelche Geister auftauchen oder irgendwas durch den Höhleneingang stürmt. Sprich, ich weiß nicht, wo ich mich am besten hinsetzen sollte oder hinstellen. Da sehe ich nichts. Upsala. Da kommen Wasserelementare. Die dann so gleich den Professor attackieren. Okay, dann bleibe ich mal hier stehen. Der hat volle HP, das ist gut. Das war's? Okay. Puh, ich bin froh, dass ich aus dieser gruseligen Höhle zurück bin. Haben wir es geschafft? Dr. Drechselknacks wird euch weitere Anweisungen geben. Bierkasten, vielen Dank für eure Hilfe. Dann reden wir mal mit ihm. So. Dr. Drechselknacks in der Falljebucht will, dass ihr 10 Elfenedelsteine einsammelt und die Edelsteinjagd-Schutzbrille zurückgebt, sobald ihr fertig seid. Mach ich. So, ich schau mir mal. Und zwar, wir müssen hier runter, da gibt es die Elfenedelsteine und die Räuber- und Zauberhexerinnen der Säbelflossen. Und auch das Logbuch und die Karten der Silbergeist. Ah, die Silbergeist ist wahrscheinlich das Schiff, was da untergegangen ist. Ich habe mich vorhin schon gewundert, warum Silbergeist einen weiblichen Artikel hatte. Die Silbergeist klang irgendwie komisch, aber ja, ist ein Schiff. Das erklärt das. Und ich habe jetzt hier so eine tolle Brille bekommen, die kann ich ansetzen. Und dann sehe ich wohl irgendwas ganz Tolles. Muss ich die benutzen? Nein, ich muss sie nur aufsetzen. Und dann wird irgendwas in der Nähe angezeigt. Achso, ich sollte mal noch jenes hier trinken. Damit ich unter Wasser atmen kann. Und da sind schon die ganzen Nagas, die ich töten muss. Ein schöner Crit. So, und ich sehe da auf der Minimap zumindest links irgendetwas, was ich einsammeln könnte. Hier ist so ein Elfenedelstein. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie die aussehen. Denn ich sehe hier selbst keinen. Ah, da ist einer. Ja. Verkalkter Elfenedelstein. Sehr schön. Den will ich haben. Und ich bin gerade ganz froh, dass ich etwas gewartet habe mit dieser Quest. Denn klar, ich hätte ja auch mit Level 38 oder 39 hingehen können. Aber dann hast du halt ständig keinen Mana mehr, weil du so ewig lange auf diesen Nagas rumklopfst. Und hier unten Mana zurückbekommen, das ist halt nicht. Ist halt nur die normale Mana-Regeneration. Davon ist Mithril. Oh, das hole ich mir.
juckt ihn auch überhaupt nicht, dass ich hier das Mithril abbaue. Das ist sehr gut. So, ich schieße ihn dennoch ab. Widerstand, ne? Abbringen. Ganz toll. So, irgendwo hiervon ist dann noch so ein verkalkter Edelstein. Ich sehe ihn noch nicht. Der sollte aber hier ganz in der Nähe sein. Hier ist erstmal so eine Zauberhexerin. Vielleicht ist er hier unter diesem... Ist das ein Schildkrötenpanzer? Das war mal eine große Schildkröte. Ja, Tatsache. Es gibt ja diese verrückten Menschen, die sagen, die Erde ist keine Scheibe, sondern wir leben zum Beispiel auf dem Panzer einer riesengroßen Schildkröte. Das hier ist so eine Schildkröte. Von der Größe her könnte das hinkommen. Also wenn die hier zugucken würden, und vielleicht tun sie das sogar, dann werden sie sich jetzt absolut bestätigt fühlen. Da ist noch Eisen. Und ich überlege die ganze Zeit hin und her, ob ich unten blinzeln soll oder nicht, einfach um schneller vorwärts zu kommen. Das kostet halt jedes Mal Mana. Und ich muss hier ein bisschen haushalten. Ich meine, momentan sieht das absolut super aus. Mein Mana ist fast voll. Ist da noch so eine Hexerin? Das lädt immer noch. Und das sind für meinen Geschmack etwas wenig Elfenedelsteine. Ich habe kein Ziel. Ich meine, bisher habe ich erst zwei gefunden. Das ist nicht viel. Und die Nagas habe ich fast komplett schon abgeschossen. Also die Räuber hier bräuchte ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich schieße ihn jetzt noch ab, weil ich aus irgendeinem Grund... weil davon irgendwo so ein Edelstein ist, den ich brauche. Hier ist er. Nein, meins. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und da ist das Logbuch. Und dann war doch hier ganz in der Nähe auch... Das andere Dingens. Erstmal schieße ich hier jene noch ab, damit ich alle drei zusammen habe. Da verschwinden auch die Markierungen auf der Minimap. Genau, hier muss noch irgendwo diese Karte sein. Hier ist sie. Die Karte der Silbergeist. Und dann
Das gleiche noch für die tolle Minna. Ich gehe erstmal hier wieder raus. So, direkt vor mir sollten zwei solche Elfenedelsterne sein. Ja, da ist der erste. Und dann links von mir. Ja, da ist er. Sehr gut, damit haben wir die Hälfte geschafft. Da ist dann noch einer, wird beschützt von diesem Räuber. Schießen wir ihn ab. Da ist noch einer. Gut, jetzt geht es ja ganz gut vorwärts. Ich glaube, ich hatte eben einfach nur das Pech, dass jemand kurz vor mir hier lang gewatschelt ist und die ganzen Edelsteine gesammelt hatte. Und dass ich deswegen so wenig gefunden habe. Ach, das ist Eisen, okay. Nehme ich den noch mit. Jenen schießen wir mal ab. Weil, warum nicht? Und das Logbuch ist hier ganz im Norden. Okay, dann schwimme ich mal langsam da hoch. Vorne ist dann erstmal noch ein Edelstein. Ach ja, jener hier. Der ist aber ruckzuck gerespawnt. Hier hatte ich mir eben erst einen eingesammelt. Der Nager liegt hier noch, der Tote. Es soll doch direkt vor mir etwas sein. Ist das hier drüben? Ah ja. So, das ist jetzt der vorletzte. Und da ist noch einer. Das müsste dann der letzte sein. Und dann haben wir die ganzen Edelsteine gesammelt. Schön gegen den Felsen geblinzelt. Das lohnt sich. Oh, und da ist noch Mithril. Das hole ich mir. Ich kann das noch nicht machen. Kann ich meinen Helm auch wieder aufsetzen? Ich bin außer Reichweite. Sehr schön. Dann gehen wir mal noch schnell in dieses Schiff und holen dieses Logbuch und die Karten. Und dann auf Nimmerwiedersehen wieder weg hier.
Wird das was? Ja. Sehr schön. Ich befürchte, hier unten ist nichts. Nö. Dann ein Stockwerk höher. Sah aber komisch aus. Was ich nicht sicher, welches Fenster er nehmen wollte. So, hier ist schon mal nichts. Dann mal hier runter. Upsala, da ist jemand. Und wartet auf mich. Ach, hier unten war ich doch eben. Ich habe festgestellt, dass da nichts ist. Hier ist die Karte. Dann fehlt nur noch das Logbuch. Da wartet noch jemand. Versteckt sich ganz gemein. Gut. Hier ist es nicht. Nö. Vielleicht noch weiter oben. Achso, dann bin ich ja schon wieder hier. Liegt das hier vielleicht? Theoretisch müsste es direkt vor mir sein. Aber ich sehe hier nichts. Nö, hier ist auch nichts. Dann bin ich offensichtlich dran vorbeigeschwommen. Ja, dann nochmal nach unten. Das hier in einer Kiste? Nö. Hier irgendwo mit dabei? Ah, hier ist es. Dann zurück hier. Ja, 15 Minuten waren wir jetzt unter Wasser. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte dieses Elixier nicht gehabt. Jedes Mal kurz unten was, kurz unten schauen, vielleicht einen Nagel abschießen, dann schnell wieder an die Oberfläche. Das macht überhaupt keinen Spaß. Da hätte ich garantiert eine Stunde insgesamt gebraucht, bis ich diese Quest fertig habe, beziehungsweise diese drei Quests. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und schnell durchbuffen. Dann renne ich mal dahinter und gebe alles ab. So, du wolltest die Karten und die Logbücher. Und ich bekomme dafür einen Streitkolben mit 7 Stärke. Das hat sich richtig gelohnt. Der bringt mir halt nichts. Hier bekomme ich Leder. Bringt mir genauso viel. Und jener hat für mich immerhin einen Zauberstab, aber der ist schwächer als mein aktueller. Bringt mir also auch nichts. Achso, ich muss was auswählen. Da komm, ich nehme jenen hier. Bringt die Elfenedelsteine zu Kapitän O'Brien. O'Brien? O'Brien? Wie spricht man ihn denn aus? Rank O'Brien. Schimpfe ich ihn jetzt einfach mal. So, da hast du deine Edelsteine. Bringt die Probe zu Flottenmeister Seehorn nach Beutebucht. Ach ja je. Beutebucht. Beutebucht, Beutebucht, Beutebucht. Wie komme ich denn am besten dahin? Dann. Ich teleportiere mich nach Okrümmer. Und nehme dann von dort das Zeppelin runter in die... Halt, stopp.
Brackenwall. Brackenwall ist blöd. Nee, dann doch Okremar. Ich muss unbedingt meine Heimat neu setzen. Das ist immer noch in den Düstermarschen. Das bringt mir gar nichts, da muss ich nicht mehr hin. So, dann geben wir das da unten ab, genau. Was ist denn mit der zweiten Quest? Achso, die zweite Arati-Quest führt mich nach Ödland. Also in das Ödland. Und da kommt das Zeppelin. Na bingo, bin ich außerhalb gelandet. So, und dann mal da runter geflogen. Okay, der Flottenmeister Seehorn wollte das haben. Hier ist er auch schon. Der versunkene Schatz. Da hast du den Elfenedelstein. Ah, der gute alte Venkobuin schafft es doch immer. Ich wusste, dass er der richtige Captain für diese Mission war. Gut, bringt Seehorns Brief zu Venkobuin. Ach nö. Könnt ihr nicht telefonieren? Ich will da nicht wieder hin. Jetzt muss ich wieder darunter. Ah. Gut, dann machen wir Folgendes. Die nächste Episode wird direkt hier dann starten. Ich werde zwischen den Episoden hier hinreisen. Dann geben wir die Quest ab, machen vielleicht noch die Folgequest, sofern es eine gibt. Und danach geht es in das Ödland. Wo ich auch direkt unterwegs meine Heimatkneipe setzen werde, sodass wir dann nicht ewig fliegen müssen. So machen wir das. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft in Zukunft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.